Willkommen zurück zu Mega Mario X und wir befinden uns zum dritten Mal immer noch in Bowser's Festung, weil die einfach so ewig lang ist. Jetzt hätte ich echt nicht gedacht. Und jetzt kommt Wim's Tank, was sich irgendwie nach Panzer anhört. Ich hoffe, ich irre mich. Oh nein, da kommt tatsächlich Panzer. Nein, aber dieses 7 gefällt mir gut. Aua. Lol, was ist mit dem Ach, Mr. Steinblock lebt hier. Ich habe gedacht, das wäre nur eine Attrappe oder sowas. Ich schäme mich dafür. Oh, 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 oh. Ich bin doch so dämlich. Aber ich hatte Angst, dass ich... Was war das für Knackser übrigens eben? Habt ihr die auch gehört? Ich hoffe, dass es nicht meine Soundkarte abbraucht hier. Das kann ich nämlich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Sag mal, wie soll man denn da hochspringen, wenn so viele Viecher auf einmal da raushüpfen? Da waren schwer die Knackser, das ist nicht normal. Okay, da muss ich mir wohl was einfallen lassen, vor allem Mario rutscht rückwärts. Gesehen? Was zum Kuckuck, wie soll man das schaffen, bitte? Oh oh. Wenigstens habe ich jetzt endlich mal drüber geschafft. Diese Knackser gefallen mir überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas Böses im Busch ist. Ich meine, ihr habt ja vor kurzem auf Twitter mitbekommen, dass mein PC irgendwie so ein komischer Bug hatte, dass der Prozessor durch Windows dauerhaft auf 100% ausgelastet war, mein PC ziemlich laut wurde, auch noch der PC verdammt knallheiß wurde und schließlich dann abgestürzt ist. Ah, ich glaube, mein PC hatte einfach keinen Bock gehabt. Aber jetzt geht ja alles wieder, zum Glück. Ich glaube, das ist nicht so schlau, ich da drunter rutsche, aber das geht ja echt, denn ich sehe ja, dass ich ja rückwärts rutsche, lustigerweise. Was natürlich total realistisch ist. Guck mal, ich mache einen Wohnwalk 2.0. Ey, böse Kugelwillis. Sie sehen zwar hübsch aus, aber sie nerven trotzdem. Mir fällt gerade ein, was macht das überhaupt für einen Sinn, wenn Kugelwillis Hände haben, wenn sie doch mit denen eh nichts machen, außer nur ihre Fäuste zu ballen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich meine, die ganz alten Kugelwillis aus den ganz alten Mario-Spielen, die hatten ja noch überhaupt keine Fäuste, die hatten nur ihren Körper. Oh, ich weiß nicht, ob es so schlauer da runter zu fallen. Nein! Nein, 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 nein! What the? Mario, wolltest du jetzt nicht etwa da unten sich verkrümeln, oder? Wenn er doch am Bildschirmrand eh zerquetscht wird. Ich mag dieses Theme. Das hat echt was. Ja klar, ich weiß, dass das aus diesem Luftschiff-Level von Super Mario Bros. 3 kommt. Das ist ja keine Frage. Wer kennt denn diese Melodie nicht? Wobei ich sie tatsächlich das erste Mal in Super Mario 3D Land gehört habe. Ich schäme mich dafür, dass die Super Mario Bros. 3 eine Zeit lang verpasst hatte. Sorry, ich hatte nie eine NES. Ach, gute alte Zeit. Ja, sorry, ich bin ja gerade erst mal 22 Jahre alt, als die NES draußen war. Da war ja noch Quark im Schaufenster. Eigentlich, wo sogar die SNES rauskam, aber meine Schwestern sind ja älter als ich. Die hatten die ja, als ich noch gar nicht auf der Welt war, glaube ich. Ganz kuriose Geschichte. Und ich hatte schon Angst, die Kugelwillis erwischen mich jetzt. Nein! Oh, es scheint vorbei zu sein. Okay, ich nehme alles zurück. Oh, gut, dass ich den Safe State nicht zu spät gesetzt habe. Denn es gibt hier keine Mittelpunkte, so wie es aussieht, denn ich habe bisher noch keinen gesehen. Oh, in dieser Röhre erwartet mich jetzt bestimmt wieder dieser komische Heini da. Nicht? Das war sonst immer der Fall, dass da der Boss da drin gewartet hat, aber stattdessen wurde ich hier irgendwo in der Pampa ausgesetzt. Mit einer Zielfahne. Wir hatten doch mal ein Level gehabt, der eine rote Zielfahne war. Wisst ihr noch? Ich glaube, dass ich damals tatsächlich einen Secret Exit gefunden habe. Also scheint es tatsächlich Secret Exit hier in diesem Heck zu haben. Ich weiß nur nicht, welcher Level das war. Sag mal, wie weit geht denn das jetzt noch? Kommt jetzt hier endlich mal das Ende oder was? It's still big. Es bleibt groß, okay? Ja, die Welt ist tatsächlich groß, wenn das hier schon... Was ist das für eine Musik? Die ist verdammt creepy. Was ist das? Oh, ich habe gedacht, dieser Block lässt mich nicht durch.
Ach, aber das kommt aus Crash Bandicoot, das kenne ich. Das kommt aus Crash Bandicoot. Irgendwie sind ziemlich viele Crash Bandicoot Soundtracks hier an diesem Hack. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass Alex nur ein kleiner Crash Bandicoot Fan ist. Aber irgendwie hat sich das so in Crash Bandicoot nicht angehört. Also nicht so creepy. Ich glaube, dass das eher ein Remix sein soll. Wie bekomme ich jetzt einen Stern da oben? Ach, ich muss eine Schultertaste drücken. Ich glaube L oder so. Aha. Jetzt weiß ich's. Nur, ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, was ich gerade gedrückt habe. Ich habe irgendwie gerade auf den Schultertasten rumgemacht, dann habe ich plötzlich den Stern da oben bekommen. Hat aber nicht viel Sinn gemacht, weil ich ja jetzt das nächste Gebiet betreten habe. Oh, oh, hier. Wow. Ein Riesen. Dingenskirchens da, was wie Bowser aussieht. Ich nenne dich einfach Bowser-Statue. Lol, Easter Egg. Einfach mal den Fake Bowser gekillt. Oh, hier gibt es aber schon ganz schön viele Münzen in diesem Level, habe ich das Gefühl. Aber der Level ist schon gut gemacht. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Da bekomme ich ja noch Albträume hier durch diese binauralen Töne, auch wenn sie nicht binaural sind. Wir sind ja hier nicht in Lavandia. Okay, ich höre ja schon auf. Bevor jetzt wieder Kommentare kommen wie... Lavandia-Syndrom, darüber macht man sich nicht lustig, Mega Mario. Das ist nur ein Mythos. Hätte glatt auch der Totti sagen können. Aber damals war er noch nicht mal auf der Welt. Und das war überhaupt nicht gut, was ich da gerade gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe gerade einen Mittelpunkt gehabt. Ja. Ach, das ist so widerlich. Wow, jetzt war ich fast in den Swamp reingesprungen, oder? Ich nenne die einfach Steinblock, so wie es eingedeutscht heißt. Auch wenn das sehr einfallsreich klingt. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade abgestürzt? Ich glaube, das war hier. Na gut, wenigstens gibt es hier keinen nervigen Dr. Neocortex in diesem Hack. Aber vielleicht ist er Endboss hier Alex Snow selbst. Das wäre echt lustig. Ich meine, wir haben ja schon ein Gesicht von ihm im ersten Part auf einen schlecht qualitativen PNG-Bild gesehen. Auch wenn ich das euch rauszitieren wollte, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Bild Copyright geschützt war. Nein! Wieso? Jetzt ist perfektes Timing das Zauberwort, aber ich hab's auch schon ganz gut hinbekommen. Gib her, gib her, gib her! Wow! Das war Leben! Ach, ich bin ein Depp. Ich bin ein Depp. Ach komm! Nicht gegen die Fuzzis da springen. Ja, ich weiß, dass die Fassis heißen, aber ich nenne sie Fuzzis. Das habe ich ja schon mal gesagt. Jetzt schnell rein da, Mario. Bevor da dich... What the fuck, da habe ich doch nicht berührt. Nicht im geringsten. Was zum Kuckuck? Oh, wir haben den Endboss erreicht. Hi. Als ob. Oh. Ich glaube, ich sollte von dem... Oh, da ist er ziemlich aggro drauf. Der spuckt ja Feuer. Komm her. Oh, oh. Riesenkopa. Ich mag dich nicht. Okay, ich habe jetzt eine Feuerblume, aber... Was muss ich mit ihm machen? Oh. Ich hasse ihn. Oh, Mann, das ist so frustrierend. Hä? Wie greife ich den an? Komisch. Wow! Als ob der jetzt hier hochkommt. Aua. Hä? Irgendwie stelle ich mich gerade total dämlich an. Aber ich glaube, das schadet ihn. Oh. Du mit deinem blöden Feuer. Komm raus, Koopa, damit ich dir eins auf die Rübe geben kann. Oh, und das hat... Oh, er hat sich selbst gekillt, der Heidi. Wir machen auch gute Fortschritte heute. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Wenn wir es mit dem letzten Part vergleichen, bei dem ich beim Endbossen ja schon übelst geflucht habe. Ist es jetzt endlich vorbei? Ist es jetzt endlich vorbei? Kamex Clock Tower. Das hört sich jetzt schon mehr nach Ende an. Geht's etwa zum Monster hoch? Oh, eine runtergepitchte, langsame Version von dem Schloss-Theme. Ah, jetzt ist das normal. Aber es hat einen Hall drin. Na, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wieder diese Yoshi-Story-Messer da kommen aus dem Tüftelschloss. Können sich die Dinger drehen? Nö. Oh.
Hört sich nice an. Oh oh, oh oh. Kann ich den Kamek da abwerfen? Oder den Magikopa, wie viele ihn nennen? Auch der offizielle Titel heißt. Irgendjemand hat sich da gerade wehgetan. Wow. Hätte ich gedacht, dass ich den so einfach gegrillt kriege. Wow. Ich will das schaffen. Wow, wow, wow. Klingt viel zu modern für dieses Spiel. Und irgendwie hat das jetzt ein bisschen was mit Donkey Kong Country. Ich weiß nicht warum. Vielleicht bilde ich mir auch nur ein. Ja, ich weiß, dass es die Super Mario World Castle Theme ist. Aber es hat sich irgendwie gerade ein bisschen mit Donkey Kong Country angehört. Wow. Oh, rotes Messer. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ne, chilliger Soundtrack. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt besser bleiben. Lauf, Mario, lauf. Ah, was zum Kuckuck? Oh, oh, schaffe ich das? Lol. Ich kriege ihn nicht. Geh mir einfach mal hier rein. Oh. Roter Kamek? Lol. Aber ich habe gerade Mist gebaut. Ich wollte mir eigentlich das Power Up da oben holen, aber Mario stellt sich mal wieder dümmer an, als Toddy erlaubt. Roter Kamek? Ich glaube, dass das ein Faker ist oder so. Hä? Blöder. Tanuki-Guy. Ich wollte Lucky Too sagen. Oh, ich Depp, ey. Ich muss ja lernen auszuweichen, wenn diese ganzen Kugelvideos kommen. Oh nein, die sind ja immer noch diese Tüftelschlossmesser. Wow, wow. Das war verdammt knapp eben. Ah, nein. Treffer. Jetzt schnell rein da. Jetzt. Ich werde immer noch nicht herausgefordert. Aber es wird auch verdammt schwer. Ich habe kein Power-Up mehr. Und wer weiß, ob mich hier die Save-States retten können. Ich finde, die dreieckigen Messer sehen immer noch dämlich aus. Oh, die haben sich gespalten, die Messer, so wie es aussah. Daneben. Kamek hat mich, glaube ich, noch nicht erwischt, oder? Kann das sein? Bin ich etwa zu gut im Ausweichen? Oh, ich wette, da kommt jetzt gleich irgendwas Böses da oben runter. Ich wusste es. Da kommt ein rotes Messer. Und da auch. Schnellstil! Yeah. Sag mal, das Schloss nimmt ja kein Ende. Oder die Festung. Kommt jetzt endlich mal der letzte Level. Ich werde so langsam ungeduldig hier. Lol, da ist noch ein Messer rausgekommen. Interessant. Find the key. Die Bookwelt ist immer noch nicht vorbei. Das gibt's doch nicht. Hatten wir nicht schon mal so ein Level gehabt? Das Find the Key heißt, aber das war ein anderes. Das ist nicht das gleiche. Aber das scheint schwerer zu sein, weil der Level jetzt irgendwie etwas offener aussieht. Ist bloß nicht nachlassen. Es läuft heute verdammt gut in diesem Part. Ich weiß, wo die Tür ist, aber ich wollte mal schauen, ob ich hier noch irgendein nützliches Power-Up bekomme. Nein! Mario, bist du verrückt? Du sollst hochklettern. Och nö, kein Unterwasserabschnitt. Da bin ich doch schon mal irgendwie an die Zacken angeeckt, weil Mario einfach zu fett war. Ihr habt nichts gehört, Leute. Nein, ihr habt nichts gehört. Jetzt ganz vorsichtig. Oh, schnell. Wie komme ich da am besten vorbei? Das könnte jetzt ein Spaß werden. Och Mist. Gar nicht so einfach. Geht das? Nö. Sieht übel aus. Jetzt schnell mal. Das schafft man überhaupt nicht. Dann lass ich's bleiben. Man kann ja auch schließlich unten rum. Wow. Das war knapp eben. Ich habe mir gedacht, das wären solide Blöcke, aber die drehen sich ja bloß. Ich frage mich, ob in eine
Ich wollte gerade ausprobieren, ob man da rein kann, aber das war tatsächlich möglich. Oh, Super Mario Bros. Arcade Easter Egg. Aber ich weiß nicht, ob ich auf die draufspringen darf hier. Oder Mario sich hier genauso wehtut wie im Original. Nö, macht dir nichts aus. Oh, wir bekommen dafür eine Feuerblume beschert. Und kommen jetzt wieder das reguläre Level bitte zurück. Danke. Oh, Mann. Ist das ein schöner Part heute. Schön den Knochenfisch rausgewichen. Ich habe vergessen, wie die heißen. Mir fehlt der Schlüssel. Ich habe so eine Ahnung, wo er sein könnte. Nämlich da, wo wir eben drin waren. Denn ich glaube, man muss ja alle Gegner besiegen, damit man den Schlüssel bekommt. Das probiere ich jetzt mal aus. Also kommt raus. Oh, wir bekommen ein Bonus-Item. Autsch, was soll denn das? Hä, ich habe die Schultertaste wieder gedrückt, damit das Item runterkommt, aber das hat keinen Sinn gemacht. Irgendwie stelle ich mich an. Aber das Drehen funktioniert ganz gut. Wow. Gut, dass er mir nicht wehgetan hat. Lol, zwei One-Ups und ein Schlüssel. Und jetzt nix mehr raus hier, bevor sie wieder zurückkommen. Ich glaube zwar nicht, aber Mario stellt sich schon wieder an. Oh, Feuerblume. Hätte nicht gedacht, dass ich sie hier nochmal bekomme. Ach, und jetzt schnell rüber. Mario schwimmt nämlich gerade so, als ob er mal ganz dringend auf die Toilette müsste. Schön ausgewichen, Mario. Sag mal, nimmt der Level jetzt endlich mal ein Ende? Der ist ja ganz schön stressig. Wow! Boah, ich hasse diese Krebse. Ich glaube, die kamen keinen anderen Spiel mehr vor, oder? Außer in Super Mario Bros. Arcade oder wie das hieß. Ich habe gedacht, ich kann ihn nicht töten. Schade, und ich... Oh, ich habe das Item gerade noch so auf den letzten Pixel bekommen. Wo geht's da lang? Hä? Ach, da ist ein Schlüssel aufgetaucht. Aber wo waren die Tür nochmal? Die war hier hinten, glaube ich, irgendwo, oder? Ah ja, hier ist sie. Gut. Aber der Level nimmt kein Ende. Oh, ich wette, da kann mich auffuttern. Das war wohl wieder ein Griff ins Klo, Mega Mario. Du Nervensäge, jetzt wirst du endgültig getötet, du Babyfisch. Ah, ganz schön enge Angelegenheit. Ach komm, es war doch klar, dass das wieder passiert. Oh oh. Packst du das, Mario? Oh. Mario, ich nehme alles wieder zurück. Ich wollte dich gerade loben, dass du es... Nein! Ach komm. Dann muss ich das eben nochmal machen. Oh Mann. Das ist ja katastrophal hier. Oh oh. Ganz schön eng. Aber das habe ich ja eben schon gesagt. Aber dieses Mal arbeite ich mich mit Safe States voran. Mario wollte schon wieder Mist bauen. Aber er hat es nicht geschafft. Oh, schön durchgeduckt. Du Duckmäuser. Oder Duckmäuser, oder wie das heißt. Aua! Ach, und jetzt durch die Röhre. Ist da jetzt bitte endlich das Ziel? Ich will heute noch weiterkommen. Und ich dachte, der Level heißt Feindig hier, aber irgendwie kommt hier nichts mehr Schlüsselmäßiges. Ich glaube, der hat den Sinn des Levels vergessen, der Alex No. Ist erst der Mittelpunkt? Was? Aber wie lang ist denn das? Wenn das jetzt erst die Hälfte ist. Vor allem, wenn noch ein Endboss kommt, dann kann es ja nochmal richtig spaßig werden hier. Vor allem, wenn wir gesehen haben, dass die Welt noch lang nicht vorbei ist. Oh, kommt jetzt wieder so ein Mario Bros. Arcade Abschnitt? Nö. Oh, aber wir werden jetzt wohl ein paar Blooper töten müssen. Danke für den Schlüssel. Jetzt nix wie raus hier. Mario macht sein
bekannten Moonwalk wieder. Oder der Mario Jackson, wie ich ihn damals im Marokkaner Edition genannt habe. Oh, hier ist der Endboss hier drin. Oh, jetzt geht's ab. Nur wie greife ich den an? Das sieht aus wie Ninja Turtle. Fällt mir gerade auf. Hey, der ist ja gar nicht so schwer, finde ich. Ich meine, wir hatten ja schon schlimmere Gegner gehabt. Aber ich glaube, ich muss ihn treffen, wenn er... Och Mist, aber das ist schwer. Ich sollte schauen, dass ich, wenn möglich, nicht liegen bleibe. Komm schon. Komm schon, der wird ja immer schneller. Er steckt zwar viel ein, aber er ist dafür nicht... Oh, wir haben ihn. Oh. Oh, es werden wir von ein paar Gegnern attackiert. Können Sie mal bitte runterkommen? Ey! Was soll das denn? Das ist ja mal ein verdammt langer Kampf. Ich glaube, das war gewollt, dass der Level so ewig lang ist. Na, na, Alex, no, ich hab dich doch schaut. Oh. Ich treffe ihn immer nur, wenn er sich hinschmeißt. Komm schon. Los! Wir haben ihn. Aber jetzt kommen wieder die ganzen Gegner hier. Ist es überhaupt... Einmal mache ich das falsch oder ist es normal, dass es hier so wiederholt alles? Haben wir jetzt ihn endlich? Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Und zwar zum perfekten Zeitpunkt, in dem wir diesen Part beenden können. Welcher Level mag uns wohl im nächsten Part erwarten? Hallo? Okay. Im nächsten Part erwartet uns der Level Castle of Spikes 2. Also wieder so ein Stachel-Level. Und ob im nächsten Part endlich mal die Festung endet, das werden wir dann sehen. Wenn ihr euch darauf freut, dann zeigt es mit einem Like und einem Abo. Und wenn es mit euren Freunden teilt, in diesem Sinne, ciao.